Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen COH-Replay-Geschichte. Heute zusammen mit Klausurensohn. Hallo, guten Tag. Oder Pausenbrot-Dieb. So, wollen wir direkt starten dann am besten, ja? Bei Ja, bei drei. Sekunde 3. Eins, zwei, drei. Läuft. So, also, wir hatten eben noch kurz drüber gesprochen, aber gegen wen spielst du da? Gegen den Cheese, General Cheese. Genau, General Cheese, genau. Das war ein Friendly Game quasi. Wir haben ein paar Games so in der Lobby gemacht. Ja, General Cheese ist so mit der beste Spieler aus den USA tatsächlich. Also zweitbeste oder erstbeste sogar. Also auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Aber Und auch ein ja, hat mich schon Wehrmachtspieler dann? an. Ach, der spielt, glaube ich, Vanilla spielt der alles. Also der ist jetzt nicht so. Also ich finde generell die guten COH-Spieler, die spielen ja eh alle Vanilla. Also ja, der spielt Wehrmacht sehr gut und US. Ich glaube nicht, dass er so viel Britte oder PE spielt. Kann man denn Brit und PE überhaupt ein 1 gegen 1 spielen? Mir wird da von den Top-Spielern gesagt, nee, das geht sowieso nicht. Ja, also wenn Top gegen Top spielt, dann ist es unglaublich schwer gegen Wehrmacht. Wenn du Top gegen Mitteltop spielst, dann ist Britte wieder OP, so weißt du? Also das ist irgendwie, Okay. also ja, das schlägt sehr schnell aus, das Pendel da. Aber stimmt schon, wenn jetzt, wie gesagt, Top 10 wäre gegen Britte, würde ich sagen, dass jeder Top 10 wäre gewinnt, tatsächlich. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Also die Map ist ja so unbekannt, denke ich. Willst du da mal zwei, drei Worte für die Zuschauer sagen zu? Ja, genau. Also ich habe ihm sogar auch erzählt, dass du immer gerne nach Replays quasi suchst. Und dann haben wir gesagt, hey, lass mal quasi auf jeden Fall eine andere Map spielen aus dem Pool. Und ja, da gibt es ja quasi so ein paar, die nicht in Ranked dabei sind, die dann auch echt gut sind. Also das zum Beispiel, ich glaube, das war in den früheren COH-Versionen auch mit dabei im Ranked Pool. Ja, Also war finde ich die. eine ausgeglichene Map und die macht Spaß. Also hatte sehr viel Deckung, ja. Aber viel halt auf allen Flanken bist du unterwegs und jo, ist eine coole Map, finde ich. Machst du da gerade den Capwalk? Ja, genau, das haben wir abgesprochen. Das Einzige, was wir quasi durften, haben wir gesagt, beide Capwalk, alles andere verboten. Alles Genau, klar. das haben wir abgesprochen. Und jetzt bei dieser Map, also worauf muss man denn da gucken? Also ich habe jetzt gesehen, der hat den Treibstoff unten mit Speed gekappt, tatsächlich so früh, dass er gar nichts davon hatte. Also Ressourcen an den Ja. Seiten sind alle 10er und in der Mitte nur 5er, wenn ich das richtig sehe. Also sind die Seiten wichtiger als das Zentrum wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Ich muss auch zugeben, ich kenne die Map nicht so gut. Ich bin ja nicht so ein Spieler, der schon ganz früher COH gespielt hat. Deswegen war die für mich jetzt, also ich kann die auch und so, aber ich, dadurch, dass du ja nie so Lobby-Games machst, kenne ich die auch nicht so gut und Das habe auch einfach so ein bisschen der random Grund, warum du gespielt. den 10er ebenfalls gecut hast, bevor er connected ist? Genau wie dein Naja, Gegner? das, ich glaube, das war einfach nur dumm. Also ich glaube, da habe ich noch nicht so drauf Okay. geachtet. Zu viel gechattet. Weil sie jetzt beide gemacht haben, sieht es also aus, als ob es System hätte, weißt du, aber war jetzt irgendwie ein Unfall wahrscheinlich bei beiden dann. Ja, also bei mir war viel Unfall in dem Spiel. Okay. Was ist denn dein Gameplan hier? Hast du da einen? Ja, also ich hab mir schon eher vorgenommen auf der Map. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gespielt habe, aber prinzipiell würde ich sagen, sind Bars hier schon gut, weil du echt sehr viele Flanken laufen kannst. Ja, aber es ist wie immer, also eigentlich safe finde ich M8 ist immer besser, auch hier, weil du halt die Flanken hast. Das ist immer so, wenn du gut dominierst gegen den Wehrmachter, dann würde ich Bar gehen, um den Druck noch höher zu machen. Ansonsten, wenn es Mittel ist, würde ich immer M8 gehen. Wenn du gut was machst, minierst. Wenn ich gut Druck mache, habe ich gesagt, glaube ich, oder? Also. Achso, ich habe das Wort nicht ganz verstanden. Ja, also wenn du halt ein gutes Early Game hast, dann kannst du quasi mit der Bar noch eins draufsetzen. Aber wenn es so jetzt ausgeglichen ist, dann musst du, finde ich, eigentlich M8 gehen, weil sonst blutest du halt manpowermäßig so aus. Ja, ich glaube auch M8 ist sehr stark. Aber Problem hier könnten dann sein, dass also Straßen sind, ist alles minenanfällig. Ja, plus du hast halt viel Deckung, das heißt, du kannst halt dich mal wieder verstecken vorm M8 und so. Und ja, aber klar, trotzdem Flanken hast du ja hier auch links und rechts, wenn du den M8 immer hin und her fährst, dann musst du die Pack halt ewig rübergehen, brauchst zwei Packs und so, von daher, das ist schon ganz gut. Ja, sind vor allem noch über Häuser im Weg, ne? Und durch diese Ja, Ruinen kann man ich ja, weiß glaube ich, auch. nicht durchschießen, auch wenn die offen aussehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich M8 oder Bar gehe. Das werden wir gleich sehen. Also gibt es nicht auch so einen Plan, zumindest würde ich mir das rationaler stellen, aber ich bin ja kein einziger Einspieler, dass man sagt, man spielt auf der rechten Seite, damit man den M8 nachher auch minenfrei da durchziehen kann bis zur gegnerischen Base? Ja, wie gesagt, ich muss zugeben, ich meine, das war ja just for fun so ein Game, also ich mache mir da nicht so viele Gedanken, ich spiele einfach. Okay. Da will man bestimmt noch mehr rausholen, wenn man ein bisschen mit kühlerem Kopf sich kurz überlegt, okay, was mache ich überhaupt? Klar. Das mache ich tatsächlich gar nicht so viel. Also ich wäre bestimmt noch viel besser, wenn ich sowas machen würde, wenn ich mit kühlem Kopf mir überlege, was macht denn eigentlich Sinn? Ja. So, im Moment ist es auf jeden Fall, dass du dich gleichmäßig aufteilst. Der Wehrmachtler ebenfalls. Was ich beim Wehrmachtler eher ungewöhnlicher finde als beim Amerikaner, oder?
Ja, klar, Wehrmacht will immer kompakt am Anfang stehen, auf jeden Fall. Aber er macht ja genau das Gegenteil, er steht ja von oben bis unten. Ne? Der ist ja Ja. überall mit seinen Jungs. Ist das jetzt, weil er so ein bisschen, also ist das eine Strategie, die funktioniert, oder ist das einfach nur, ich bin besser, ich kann mir das leisten? Ja, ich glaube eher das. Okay. Ja, das ist die Mine mitgenommen, das mag ich auch so. Also PK oder so zum Beispiel, der hat seine Sachen immer zusammen, immer. Also der Wehrmacher braucht ja auch einfach nicht so viel. Map Control ist okay. Also wenn du, sag ich mal, zwei Mundpunkte, einen Treibstoff hast, reicht vollkommen aus. Ja. So, du machst jetzt den Heal hier vorne, du hast da ein bisschen viel Schaden kassiert. Ja, Also, jetzt wird es auf jeden Fall nicht schlechter bar gehen, Zeitpunkt. ne? Weil du meinst ja ein gutes Early Game, das sieht, glaube ich, nicht so aus im Moment. Genau. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, aber wenn ich jetzt bar gehen würde, das wäre eigentlich dumm, auf jeden Fall. Weil der Heal kostet schon jetzt 200 Manpower und die 20 Fuel. Und ich kann nicht noch weiter in Infanterie investieren. Ja, das wäre Ja. zu viel. Weil Infanterie kann man halt einfach zu einfach countern als Wehrmachtler mit dem T1 auch. Sniper, MG. Zumal er, glaube ich, wenn er die Map-Control auch schon hatte, dann hast du halt immer das Problem mit Mine, Draht, Bunker, was auch immer. Genau, deswegen gebe ich jetzt auf jeden Fall auch Minesweeper aus. Und General Grease war auch gerade scouten in der Base. Ah, ich kann ihn Schon gesehen. fragen. Also der weiß, was ich mache. War der so tief gefahren, dass er bis hin zum HQ geguckt hat? Das weiß nicht, ob man das sehen konnte, aber der ist bis zur Baracke gefahren. Ich weiß nicht, wie viel man dann sieht. Er ist hier weggefahren, also glaube ich, hat er genug gesehen. Obwohl, wenn du jetzt T3 gehst, war er zu früh da gewesen dafür, ne? Das wird sie ja jetzt erst nachträglich bauen. Der Rifle in der Mitte, der muss weg, das ist dumm. Ja, das macht der Wehrmacht da gerade für dich. Das meinst du wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte eigentlich links an meinem G vorbeilaufen, Du also hat er mir jetzt blockiert. Hätte hast schon das machen, ja. Fahrzeug zerstört, sauber. Hast du gut gemacht. Ja, der ist durch die eigene, also durch die Mine ist er stehen geblieben. Ja. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Mine von da denen so viel Schaden da hinten macht. Allerdings hätte sich vielleicht auch ein bisschen weiter zurückstellen können. Ja, ich habe das aber auch nicht gut gemacht. Ich habe da nur verloren und kaum Schaden gemacht. Das war ein guter Angriff. Ich wollte eigentlich an dem MG da vorbei, aber irgendwie. Also normalerweise ist ja so, dass MG eine Einheit pinnt und dann kannst du trotzdem reinlaufen. Aber das hat mir nicht funktioniert. Ja. Warum hast du denn den Volkster links in Ruhe gelassen? Du hast dich da gerade zurückgezogen mit dem überlegenen Rifle. Ja, weil der so. Guck mal, wie viel Health der hat. Ja, aber es waren ja 2 gegen 4. Der ist ja auch Ja, nicht so aber ich. ganz neu. Ich glaube, ich wollte da einfach nicht noch mehr Manpower verlieren. Okay. Ja, kann schon sein, dass ich da gewonnen hätte. Also, ist kein Muster. 4 gegen 2? Ja, Üblich, ne? ich glaube schon. Das war auch das letzte Spiel, was wir gemacht haben. Wir haben bestimmt 5 Spiele hintereinander gemacht. Ah, sehr schön. Und das war das letzte dann, ja. Jetzt kommt dein T3. Ja, du hast ja jetzt gesehen, dass er einen Haufen Minen hat. Hast du da jetzt schon so einen Plan, wie du den M8 einsetzt? Weil die Gefahr ist ja groß, ne? Dass du in eine Mine fährst bei so einem Spieler. Ja, im M8 immer auf den Seiten halt. Also nicht so als Tank irgendwie vorschicken, sondern halt einfach Seite halten. Und M8 ist auch wirklich, also sag mal von deinen Zuschauern so, wenn das Level auch nicht so high ist. Also M8 ist so unglaublich stark. Wenn man weiß, wie man den einsetzt, ist das wirklich besser als ein Panzer. Das ist echt Ja, wichtigste das sieht man Einheit ja öfter in bei Vanilla. diesen Top-Replays aus der M8 nicht selten, weil das ganze Spiel überlebt, wenn man den richtig einsetzt. Ja, ist halt einfach so wertvoll für die Flanke. Gerade wenn die Map halt so groß wie die hier ist, ne, kann man wahrscheinlich eine Menge damit machen. Ja. Ich gehe jetzt ein bisschen auf die Victory Points. Das mache ich immer sehr gerne als USA. Aber er hat jetzt auch irgendwie die gesamte Map leergeräumt, hatte ich das Gefühl. Er hat ja keine Mine nachgelegt, sich nicht in der Mitte eingegraben, gar nichts. Also ist das jetzt irgendwie, weil er vielleicht Angst hat, dass der M8 kam? Das wäre ja fast schon übertrieben, ne? Schöne Flanke. Ja, das ist halt das Ding. Ich meine, guck mal, er hat 3 Volks. Und ein MG, also dann. Jetzt sind meine Einheiten geheilt, also dann bin ich natürlich superior auch irgendwie. Aber er muss jetzt auch natürlich was gegen die Infanterie haben. Deswegen ist der M8 ja auch so gut, weil du zwingst ja ihn, die Pack zu bauen. Und dann kannst du ja quasi die Bar draufsetzen oder WSC. Ja, und er weiß auch nicht, wohin damit, ne? Die bleibt jetzt hinten erstmal stehen, die Pack. Ja, weil er hat noch keinen M8 gesehen, ja. Ich habe ja noch keinen T3. Ah, guck mal, genau, ich gehe nämlich jetzt auf Bar, weil ich halt merke, dass von ihm nichts kommt. Meine, du warst ja mit dem Rifle eben in der Area. Da kannst du ja, wenn du da ein bisschen lauscht, kannst du die Pack ja klacken hören unter Umständen, ne?
Ja, klar, wenn du Ruhe hast und so. Aber ich habe mir halt natürlich gedacht, dass er T2 ist. Das ist natürlich Risiko, gell, weil im Sinne von, wenn er jetzt das den Puma bringt, dann wäre ich im Arsch. Ja, wobei kann man das nicht ein bisschen ablesen daran, dass er wirklich noch viele Einheiten hat, viele Reinforced, Wert 1 vergeben hat. Also kann man da wirklich mit dem Puma rechnen? Ja, ist halt wie gesagt, entweder oder. Also, ist halt schon ein bisschen Gamble. Aber in der Regel kriegst du sowas ja auch raus mit Scouten. Aber bei der Map, die ist natürlich sehr groß, jetzt auf Langree oder so, da kannst du das ja schon rausfinden. Die Base ist auch auf, ne? Oder? So halb auf. Also kannst du reinlaufen an den Kanten. Ja, das stimmt, ja. Der hätte vielleicht mit dem Rifle eben sogar dann reinlaufen können zum Gucken. Ja, so kannst du da in dem T1 so ein bisschen reingucken, ja. Hätte ich jetzt aber auch Ey, nicht das gewusst. glaube ich, war jetzt tatsächlich auch vielleicht ein falscher Deck, aber das ist ja das Typische, gell? Der Wehrmachtler, wenn er C3 gegangen wäre, wäre es ziemlich schnell GG gewesen. Thomas, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch mit dem M8 rechnen, ja. Das ist halt immer so dieses psychologische Spiel. Ja. Habt ihr eine Ab. Das ist die Mine. Nice. Habt ihr eine Abmachung gehabt, dass ihr keine Sniper spielt? Nee, einfach war das Friendly Game, da spammen wir Sniper nicht so früh und so. Okay. Aber, ja. Also wir spielen die beide nicht so gerne, glaube ich auch. Ich finde das halt langweilig. Das machst du halt nur, wenn du es machen musst. Es kommt auch noch. Okay. Aber ich bin trotzdem ein bisschen überrascht, dass der so viel Map Control jetzt eben aufgegeben hat. Einfach wahrscheinlich wirklich, weil er nicht wusste, was für ein Tech du gehst. Ja. Ja, er muss ja auch mit dem M8 rechnen, weil guck mal, ich habe die Bar wieder abgebrochen. Ich weiß gar nicht warum. Na klar, Jetzt du gehe ich nämlich zeigst ja gar T3. nichts mit Treibstoff. Genau, also das war so ganze Zeit hin und her, psychologisch verarschen, welchen Tech wir gehen. Wir haben uns ja, glaube ich, gegenseitig ausgespielt. Weil er rechnet jetzt, also er sieht ja gar keinen Tag von mir außer den Heal. Du hast ihn Ja, wirklich also ich, abgebrochen, du hast den Hype stehen lassen. So kann ja, man das das war, glaube ich, auch. ich habe nicht gecheckt, dass da ein Pio nur gebaut hat, dann dauert das immer so ewig. Ja. Also waren auch viele Fehler von mir. Ich meine, der Wehrmacht hat jetzt trotzdem, glaube ich, eine gute Stellung. Ne? Der hatte immer noch die Ressourcen, die er brauchte. Er hat wenig Verluste Ja, klar. gehabt. Ist ja Trauma für ihn wahrscheinlich. Der ist Minen. fein, auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss halt gucken, mit den Volks kann er jetzt nicht dauerhaft spielen, weil ich meine, Volks sind immer noch Volks. Ja. Obwohl, da muss man ja gucken, ja, bei Aber, Volks. Also ich habe jetzt vorgestern so einen Guide gelesen, wie man Wehrmacht gegen Brite spielen soll. Und der hat in Polen drei Volks gegen den Briten zu bauen. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. nee, Volks sind echt schlecht auch gegen Briten. Also, wenn du gegen Brite spielst, dann machst du halt Sniper. Ja, aber das war bei Gamma Replay, war das halt ein alter Guide, irgendwie schon 15 Jahre alt oder so. Und der hat halt drei Volks Okay. empfohlen. War der alt, ja. Ja, wie gesagt, meine Rifles sammeln jetzt halt auch Wert, das heißt, ja, muss langsam dann da was bringen. Aber der hat so viel Treibstoff, der Wehrmacht er, glaube ich, also der kann jetzt easy dann auf T4 gehen. Das merkt man natürlich dann auch. Ich weiß auch, dass Cheese, wir haben ja wie gesagt fünfmal gespielt, das ist jemand, der sehr gerne T4 spielt. Der spielt nicht so gerne dieses Standard-Puma-Gameplay. Was mich wundert, Was ist, dass er aber den schon. Zehnermund da oben nicht zurückgeholt hat, ein bisschen früher. Ja, ich habe den viele Rest da oben, ja, also. Ja, aber der hat ja auch ein paar Mann dafür, es geht aber hin und holt sich's. Du machst wahrscheinlich dann Tankdog, vermute ich mal, wenn du nichts holst. Vielleicht Int. Ja, sehen wir gleich. Wenn du Airborne machst, dann will ich vom Glauben abfallen. Dann ist ein Trollgame. Ja. Also Airborne kann schon funktionieren, aber auch da nur ganz am Anfang. Also jetzt wäre es ziemlich dumm. Aber da beim Treibstoff, das ist nicht so eine Standardfalle, auf die du da ein bisschen hereinfällst. Also, das kappen wollen und dafür Manpower verlieren. Und wenn du fertig bist, ist Manpower verloren, dann kappt zurück. Ja, hast vollkommen recht. Ich habe ja gedacht, ich decaps noch, aber das war zu viel Verlust da. Dein M8 sieht irgendwie eckiger aus als meiner. Ist das richtig so? Keine Ahnung. Der hat, also die Dings habe ich ausgegeben, die. Ist nicht normalerweise ein Sandsack an der Seite? Ich Also irgendwie sieht kann er heute anders aus, habe ich das Gefühl. nicht. Liegt vielleicht an der Map. In der Mitte schön Minen wegräumen. Ja. Der hat da eben, glaube ich, zwei gelegt. Ganz nice, dass So, da jetzt keiner zum steht und Beispiel Pulver hat. links ist der Fight hier um die Flanke da, der M8. Guck mal, wie viele den dir da schon nervt. Und jetzt fahre ich ihn einfach auf die andere Seite und beschütze da die Flanke, weil ich weiß ja, rechts ist uncontested, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass dann gleich da jemand hinkommt. Und dann fährt der M8 halt dahin, um zu nerven. Also das ist wirklich so Pain dann.
Und du hast dich jetzt für Infanteriedoktrin entschieden, weil du hoffst, das auf die Pack zu setzen, oder? Nee, ich glaube für einfach Calliope ist, glaube ich, zu teuer. Und dann gehe ich halt jetzt, weil ich eher für, ich wollte die 105 von jetzt noch kriegen. Habe ich halt gleich. Aber die 105 kommt ja immer früher als die Calliope, ne? Preisunabhängig meine ich jetzt. Ja, nee, klar. Also man darf ja auch, das wusste ich auch lange nicht, bei COH1 darfst du diese CP-Punkte nicht zu lange stapeln, weil sonst kriegst du die langsamer. Also man wird quasi dafür bestraft, wenn man nicht eine Doktrin wählt. Ja, Ja. dementsprechend musst du dich dann irgendwann schnell entscheiden. Ich habe immer die Regeln für vergessen, aber ich glaube, vor 4 Punkten musst du es freischalten oder so. Ich weiß auch nicht wann, ich weiß nur, dass es so ist. Ja, ist ein Wäre ganz vielleicht komisches irgendwie. Ding. Ist eigentlich eine gute Regel, weil das motiviert halt, also da gibt es halt so ein Trade-off dann zwischen flexibel Ja, und. auf jeden Fall. Eine der guten Ideen von CH. Kann vielleicht jemand in den Kommentaren, die Nerds, die das wissen, können vielleicht mal sagen, ab wie viel CP-Punkte langsamer voranschreiten, wenn du keine Doktrin Haben mir willst. letztens noch einer unter das Video wieder geschrieben. Bei mir ist es immer so, dass ich danach wieder vergessen habe. Kann man das nicht Ja, merken, ich solche habe es auch Sachen? vergessen. Aber es kann schon sein, dass es die 4 waren. Oben der Rifle, der lebt sehr Man gefährlich. sieht es ja beim Freischalten dann, ne? Wenn du es freischaltest, wie der Streifen auf einmal noch weiter durchgeht, obwohl du kein XP bekommen hast. Ich glaube, der Preis geht dann runter. Das ist die Mechanik. Guck mal jetzt in der Mitte da, das war eine witzige Situation, also geht ja hier überall gerade was ab. Aber in der Mitte da, das ist jetzt gleich ein witziger Bug. Der Krem da. Nicht mehr raus. Ja, genau. Das war ziemlich witzig. Da sind 4 Mann stehen da aufeinander. Ja. Aber auch ein Ich wollte bisschen da eng nicht für mehr vier raus. Mann, das Eckchen. Also ich habe das auch, ich hätte dann einfach, wie gesagt, Friendly Game und gesagt, okay, ich gehe zurück, ich dachte, der meint Retreat-Bug. Deswegen bin ich einfach schnell weggegangen, dass er ihn wieder zurückziehen kann. Ja auch noch nie gehabt. Ich habe Aber wie kommt er jetzt das wieder da dann erst. raus? Gar nicht? Der bleibt ja auch Rest des Games da. Ich habe das, wie gesagt, gar nicht gecheckt, dass der meint, dass er da festsetzt. Ich dachte, der meint Retreat-Bug. Und dann, ja. Aber vielleicht wenn er reinforced, weißt du, das eine außerhalb reinforced. Ja, der lebt noch ein bisschen, der Grände. Mit dem werden wir noch Spaß haben. Halt jetzt ein Turm. Und jetzt, wie gesagt, der M8 rechts. Der macht da schon seinen Ja, Ärger. der frisst vor allem auch Panzerfäuste, ne, was ja auch Munition kostet den Gegner. Ja, das habe ich da auch ganz bewusst extra. Das war auch, fand ich nicht gut vom Cheese. Ich habe ja gesehen, dass die Animation da war, das weiß ich noch. Ich habe die bewusst genommen, weil ich wusste, ich habe direkt den Pio da zum Reparieren. Er hat hier schon 2 Panzerfäusten benutzt, also was ist das, 35 das Stück oder so? Ja, ich glaube auch. Da kommt so einiges zusammen, wenn du das ein paar Mal machst. Sind halt 3 Minen, ne? Knapp. Ja, das macht halt auch echt gute Spieler aus. Ich finde zum Beispiel Bulat ist jemand, der das hervorragend macht. Der zieht sich so oft und so schnell auch zurück, weil wenn du kein Follow-up hast, brauchst du gar nicht irgendwo zu chargen. Ja, zum Beispiel hier das MG, das stall ich einfach nur, weil ich in die Flanke laufe. Das ist Das schon macht er wichtig, aber so zu auch gut mit wissen. dem MG, ne? Eben hat er das Medkit ausgegeben, wo du den geflankt hast. Und das hat ihm dann Ja. sonst 15 Kills. Für einen MG ist das, glaube ich, eine ordentliche Zahl. Ja, die Mine hat ihn da halt voll gerettet dann, aber da Ja. wusste ich jetzt, die Mine ist weg, deswegen gehe ich mit dem After rein. Also man muss immer ein Follow-up haben in COH, sonst musst du nicht irgendwo reingehen, das bringt nichts. Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, du hast den Kampf jetzt gewonnen. Du kannst trotzdem nicht kappen, ne? Weil er hat ja jetzt sein Genau. Dings da gehabt. Ja, auf jeden Fall. Junge, Das der war hat eher aber Munition, auch die diese er Glenn macht. weniger als echt fies, ne? Ja, das stimmt. Der steht Aber aber dadurch, jetzt dass da der da oben. so gesammelt ist, das ist ja quasi auch ein Abuse, den man benutzen kann, wenn man quasi einen Sandsack baut und dann aufhört zu bauen, dann sind die ja so gestapelt und dann hitten die auch besser. Also das sind so fast wie Sniper-Grenzsetzer tatsächlich, wenn die so auf einem Haufen sind. Okay. Also wenn er sich selbst eine Granate da drauf schmeißt, die 3 Mann tötet, dann könnte er vielleicht, ne? Mit dem vierten entkommen. Je nachdem, mit der Commander bei denen ist. Ja, gut, dafür habe ich ja genug Druck gemacht, aber in der Mitte war ja immer was los. Guck mal, wie viel Infanterie der jetzt hat, ey. Das sind 3 Volks, 2 Grenz, 4, also 3 Grenz sogar mit dem. Ich finde das ein bisschen ungewöhnlich. Anbetracht dessen, also klar, die Map ist groß, da lohnt sich vielleicht, aber er hat ja auch also gesehen, dass du Inf bist, ne? Ich meine, Ja. hat das zu spät gesehen, weil du hast eben den ersten Schlag erst gesetzt? Aber selbst wenn du Tank Ja, das. gegangen wärst, Calliope wäre auch nicht besser dagegen, ne? Ja. Ja, wie gesagt, wenn du halt keinen T3 gehst, dann ja, musst du halt Infanterie spielen.
Meine, für mich ist jetzt klar, das ist halt so, das Spiel gibt das einfach nicht anders her, ich muss halt jetzt Sniper gehen. Das ist halt die Der Antwort gegen. Schussbomb im Arsch. Ja, das ist so witzig. Ja, das ist auf der Map überall so. Guck dir die ganzen Gebäude mal an, die haben alle kein Health. Das finde ich ganz cool. Ist halt eine Ruine, ne? Aber wieso geht man auch nicht rein in so eine Ruine im Krieg? Ja, vor allem das war auch ein Grennen, also nicht mal ein Hat der gerade eine Volks. Granate hier geschmissen da in der Mitte? Der gestackte Gren? Gar nicht gesehen. Der hat irgendwie so gepufft an deinem Mann da. Frei nach dem Motto, du tust mir gar nichts. Bei 2 M8, nice. So, er hat jetzt ein T4 gemacht, also hat das wohl nicht vor, die Infanterie hart auszubauen. Obwohl das an der Stelle immer die Frage ist, lohnt sich das W2 dann noch? Man weiß, dass irgendwann die Artillerie kommt, aber für die Infanteriekämpfe wäre es schon episch, ne? Weil 2 ja der große Sprung ist. Ja, also klar, du hast jetzt KCH schon vom T4. Das ist natürlich schon eklig. Weil ich weiß nicht, wie viel Bett habe ich denn mit den Rifle? Ja, ich Ein habe überall einen Einser? Streifen. Überall eins, überall, ja. Also du brauchst halt schon mindestens zwei Rifle gegen Ritterkreuzträger, sonst fetzt Bombe. es dich halt. Ja, Ja, die Frage ist halt das jetzt war nur, echt also frustrierend. lohnt es sich halt wirklich, wenn man so einen Infanterieblock hat, den W2 noch mitzunehmen, oder ist es darauf zu Ja, verzichten schon besser, dass klar. man einfach, sagen wir, den Ostwind früher kriegt, eine Minute oder sowas? Nee, weil W2 gerade Grenzen sind halt schon betrieben gut. Die haben ja diese extra Armor und so. Da musst du dann Sniper gehen, weil mit den Rifles kommst du da kaum noch gegen an. Gerade wenn du noch Terror bist oder so. Ja. Ja, beim M8, das war da ziemlich lucky mit dem M8, das muss ich zugeben. Aber hätte sie jetzt nicht die WST-Geschichte gemacht, könnte sie jetzt die 105 hochziehen, ne? Ja, schon, aber ich Sniper weiß ja selbst. Also, Ja, weiß wenn du ich. die richtigen Stimme ich nie Micros, sind die zu. besser als 105. Gut, das MG, das hat mich so genervt. Ich habe jetzt gesagt, das wird jetzt sterben, das scheiß MG. Okay, jetzt die Kanone von der M8 kaputt und der Motor, aber dann ist Ja. auch irgendwann mal tot, das Ding. Genau, zu viel des Guten. So, jetzt kommt der P4. Das ist natürlich scheiße. Und jetzt wird deine Adri noch weiter verzögert, weil du den Pack ziehen musst, ne? Ja. Oder der Grenner ist unsterblich, ich sag dir es. Du hast keine Granaten, nehme ich an. Nee, zu teuer. Das Ding ist halt auch für ihn ärgerlich, da, weil es ja Unterhalt kostet, der Grenn, ne? Und nicht so viel da tut wahrscheinlich. Ach, ich glaube, der macht schon seinen Dienst da. Ja. Der hat schon 12 Kills oder so. Der Wehrmacht hat ja nicht so ein Problem mit dem Unterhalt. Was glaubst du, was der Wehrmachtler jetzt als Antwort macht auf deine Pack? Ja, also ich meine, ich weiß es ja, aber tatsächlich ist es auch das, was du machen sollst. Also wenn du einen Pack hast, klar, du hast, wenn du keinen Sniper hast, dann spielst du halt jetzt KCH zum Überrennen oder halt Stuka. So, jetzt, ich wusste, dass da, guck mal, in der Mitte dieser eine Grenn ist, aber mein Sniper, ich sag dir, ist so dumm bin ich auch nicht, aber der wollte einfach nicht schießen auf diesen scheiß Grenn. Ich habe schon 5-mal da draufgeklickt und mit A gedrückt und so. Der ist einfach unbesiegbar da, dieser Grenn. Ja, jetzt zweimal P4 auf dem Feld ist natürlich Aber da hast du ja jetzt ein schon großes stark. Problem, oder? Also wenn er Ritterkreuzträger Ja. holt, dann hast du ja die Rifles mit zu wenig Wert, der Sniper, der die auch nicht wegsnipt, also und er macht es auch tot. Ja, absolut. Ich bin gerade in einer Scheißsituation. Guck mal, da Willst dieser du den jetzt im Sniper, er wird Kolben totschlagen oder was wird das? Was ich war das wollte für den eine Mist an. Aktion? Ja, wie gesagt, das war irgendwie verbuggt. Also ich konnte ihn einfach nicht anvisieren und anschießen. War witzig. Ich glaube, dass ich ihn jetzt endlich töte mit einem scheiß Rifle, ey. Ich hasse sowas. Ich bin da so richtig so neurotisch dann. Ah, sie haben auch wettbekommen, gab eine kleine Belohnung. Ja, das war auch bitter nötig. Sie hat mich echt verrückt gemacht, dieser Grin. Wie ist das denn bei den Ja, okay. Ritterkreuzträgern? Könntest du die nicht mit Unterdrückungsfeuer zumindest ab und an mal auf Distanz halten? Ja, klar, aber bringt ja auch nicht so viel. Ja, Du klar, brauchst also halt die, einfach der Panzer 4 wird immer halt kommen, Rifle ne? Vet oder Flamer, das ist halt die Antwort. Oder halt Vetted Snipers tatsächlich dann auch mal, aber. Also bereust du Ja. jetzt ganz schwer, dass du Infanterie gegangen bist für den einen Artillerieschlag? Ja, geht. Also, was hätte ich sonst gehen sollen? Also, ich hätte auch Panzer jetzt doch. Wehr gewesen Und noch. dann Pershing. Oh ja, aber wenn der T4 hat, also Panther zum Pershing. Also, ich mag Tank Dog, macht ja auch voll Spaß, aber ich finde, die ist auch wieder so eine Sache, die mache ich nur, wenn ich in Führung bin. Wenn ich behind bin, so wie jetzt gegen Cheese, dann spiele ich lieber solide.
Ja. Ich konzentriere mich jetzt darauf, meine Rifles auszuspielen, weil ich habe ja schon echt viel Wett gesammelt. Und bringe das jetzt mit Packs und Sniper in Verbindung. Ja, das ist jetzt so der Plan. Also man merkt ja auch in der Map Control, ich drücke ihn ja schon ein bisschen, weil die Infanteriekämpfe verliert er halt jetzt, gell? Ja Hat klar, weil halt er nur die kein Level Wett 2 4. ausgegeben hat und er hat noch nichts, um Ja. seine Pack wegzuschieben, dann kann die Panzer nichts machen. Aber ich finde Genau. trotzdem in Summe, dass der Sniper dich enorm zurückgeworfen hat. Also wenn ich mir jetzt eine 105 vorstelle in demselben Szenario, das wäre schon, ne, den Ritterkreuzträger getötet, den Panzer, alles. Ja, kann sein. Der hat ja erst 2 Kills. Liegt sicherlich dann auch am Micro von mir. Ja, aber der wäre ja ungefähr zeitgleich mit der Artillerie gekommen, ne? Ja. Auch das jetzt Tipp an vielleicht noch mehr Anfänger oder so. Halt wirklich immer, wenn du Zeit hast, immer Minen legen. Das ist so wichtig. Jetzt in die Mitte da komplett vermint und guck auch, dass sich da Panzersperren bauen, dass die P4s da nicht so viel Bewegung haben. Also immer die Zeit nutzen, nie untätig sein. Ja, ich finde, aus Minen kriegst du sehr häufig auch viel mehr raus als aus allen anderen. Also gerade diese Off-Map-Artillerie, da kriegst du ja selten was raus, ne? Das ist ja oft nur ein Ja, klar. Rückzug. Wenn du Glück hast, mal der Also Pack, aber sonst Minen nichts. gewinnen Spiele, das ist immer so. Hat er, glaube ich, gar keinen Minesweeper, der Gegner, oder? Keinen gesehen. Ja, der hatte einen, den habe ich getötet. Ah, okay. Die Pack ist sichtbar aus irgendeinem Grund beim Gegner. Also der eine Mann von der Pack, aber es reicht ja. Stimmt, ja. Der hat keinen Bock, sich zu tarnen. Ja. Probiert lieber mit der Pistole. Der Wehrmacht hat auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem T4 keinen Vorteil rausgeschlagen. Ja, also das ist halt das Ding. Er hat halt die P4s, die natürlich schon gut sind, gell? Aber er kann halt damit nicht so pushen, weil ich die Pack habe. Also ihm fehlt halt die Infanterie. Ja, klar, aber Und das ist ja halt jetzt. eben ein Problem, was, ne? Das muss man halt bearbeiten. Zeitgleich. Er hat auch seine Grenze verloren, gell? Der hatte 2 Grenzen, die habe ich beide gefuckt. Natürlich auch ein Problem. Ich habe natürlich noch das Minenfeld da liegen, also die wäre ganz gut beschützt, die Pack. Der macht ja keine Ritterkreuzträger, ich glaube, bei ihm, er baut irgendwas. Ich glaube, die kommen dann jetzt, weil er halt merkt, dass er die Infanteriekämpfe verliert. Aber das ist auch schon überall Wett 2 auf den Rifles, also. Ja. Ja, das ist, also das muss man schon sagen, es ist sehr schwer, das zu bekommen. Ja, also Wett-Rifle gerade, sag ich mal, auf hohem Niveau, aber wenn du die hast, das ist, finde ich, auch vom Spaß-Level her. Also es gibt halt nichts Geiles als Wett-Rifle. Du kannst einfach reinlaufen, bum, bum, bum. Das ist schon geil. Ja. Er hat jetzt keine Antwort, ne? Also der Panzer, der macht ja quasi gar nichts. Also Wetted Rifle kriegst du auch eigentlich nur mit, sag ich mal, dann Fahrzeugen in den Griff. Also, ja. Ja, wohl so ein Wett 3 Ritterkreuzträger, der macht schon so einiges kaputt, ne? Ja, schon, aber also mit Wett 2 Rifle plus halt vielleicht nochmal ein Pew dabei oder so, verliert er auch. Also wenn die Rifles Wett haben, dann jo, kannst du die halt auch nicht mehr aufhalten. Halt nur noch, wie gesagt, durch Fahrzeuge. Ja. Aber eigentlich kommst du da nicht hin als Wehrmachtler, wie gesagt, deswegen. Das ist halt der Grund, warum jeder T3 spielt, weil die Pumas das einfach denyen, das Wert von den Rifeln. Ja, wenn du es nicht spielst, dann kommt das bei rum. Also ich finde T4 im 1 gegen 1 tatsächlich auch nicht so gut. Also, Also der hat sich jetzt hier für Ritterkreuzträger Wett 3 tatsächlich entschieden. Also Wett 3 fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil, also der hat ja das T4 schon und Wett 3 kostet ja enorm. ja, braucht er, wie gesagt, gegen die Rifle. Also selbst mit Wett 2, wenn du gut Micros und wie gesagt noch ein Pew dabei hast, dann verliert auch der Ritterkreuzträger. Aber klar, jetzt guck mal da, die Wett 3, die jagen natürlich auch. Aber sagen wir so, wenn die Wett 2 gewesen, hätte man trotzdem zur Pack durchlaufen können und Ostwind hätte den Rest gemassakert. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal Blitz. Macht die ganze Zeit Er ist diesen blitz. Arbeitskraftschub, hat sich auch die OPs gebaut für. Ah, okay. Ich dachte, der Terror. Und er hat ja tatsächlich auch Treibstoff, ne? Also hier 170, also. Obwohl er schon das Wett 3 ausgegeben hat, also er könnte Panzer bauen. Er braucht wirklich nur die Manpower, die er jetzt, ne, stapelt durch die Mundi ausgeht. Bis gleich holt das zum Beispiel nochmal. Ja, Blitz macht natürlich schon Sinn für den Tiger dann, wenn du jetzt eh halt T4 hast, das lässt sich natürlich gut kombinieren. Was ist denn das dann? 103, 300? Also 600 plus in summa summarum macht man mit Arbeitskraftschub, wenn ich richtig rechne. Und der Sniper in der Mitte lebt gefährlich. Ins Haus. Ich weiß nicht, ich wollte mit der Pack jetzt wegpushen, aber auch nicht funktioniert. Ey, der Kreuzträger, die Räume machst du hier auf. Ja. Ja, aber vor allem, weil da die anderen Rifles nicht sind. Der will, glaube ich, einen Sniper haben.
Du kannst sagen, auf der anderen Seite war doch die Tür. Das haben wir doch gerade gesehen, weil du da rein bist. Ich habe jetzt das Unterdrückungsfeuer gemacht. Ich wollte, dass der Sniper unten weiterläuft. Oh ja, hat er nicht gemacht. Also ich glaube, ja, wenn er dem hinterhergelaufen wäre, dann hätte er gehabt den Sniper. Aber ich verstehe auch nicht, was er denn gemacht hat. Also ich meine, das Haus hat nur zwei Türen. Hätte nur jeder einen aufstellen müssen. Beim Rauskommen nehmen die ja extra gut Schaden, die Leute. Ja. Und das war halt das, was du am Anfang gesagt hast, da ist das Unterdrückungsfeuer tatsächlich Gold wert. Hätte ich das jetzt nicht gehabt, wäre der gestorben. Ne? Ja. Er hat bei dem Fight jetzt aber auch nicht den Panzer 4 benutzt, ne? Der hat die ganze Zeit zugeschaut da vorne, weil die Pack war ja relativ schnell tot. Und der zweite Panzer 4 mit dem MG ist die ganze Zeit schon AFK auf der anderen Seite. Also der nutzt seine Einheiten tatsächlich jetzt gar nicht so gut. Ja. Ja klar, irgendwann musst du dich natürlich entscheiden, du kannst halt nicht das ganze Spiel auf allen Seiten kämpfen. Ich habe jetzt gesagt, oben erstmal ist mir egal. Ich kämpfe jetzt in der Mitte und links. Genau, du kämpfst ja mit deinen Einheiten wirklich überall, also wo diese beiden Fronten sind, und er hat halt einen Teil seiner Einheiten AFK stehen, ne? Und den Panzer, wie gesagt, in der Mitte eben auch, also gar keine beiden Panzer, der eben verwendet. Granate. Ja genau, die habe ich jetzt noch getaggt. Wo ich den Ritterkreuzträger schwer finde, ne? Weil die ja eigentlich immer laufen. Ja, weil die immer Bewegungen sind, ja, das stimmt. Ich wollte die auch in Lauf werfen, aber hat nicht so funktioniert. Artillerie. Ja, ich habe vorher schon geschossen, also deswegen musste der nach vorne engagen. Ich habe dann den Laufweg geschossen. Also sieht auf jeden Fall jetzt gerade nicht so gut für ihn aus. Also seit er den T4 hat, ist eigentlich alles scheiße. Ja, wobei es jetzt mit den Ritterkreuzträgern schon auch besser wird. Aber ja, wie gesagt, die Rifles, wenn ich die jetzt nicht verliere, das ist halt krass. Also klar, wenn er jetzt diesen Arbeitsgrafschub macht, ne, sagen wir mal, wenn wir nur die 600 nehmen, wie das in Summe ist, dann sind das ja schon, was kostet Ritterkreuzträger? 350 oder so? Ja, 360 oder so, ja. Ja, also kriegt er ja fast zwei davon. Also das nimmt schon, wird das eine größere Armee mit der Zeit. Er will es aber irgendwie nicht verwenden, seine 300 Mund. Für irgendeinen Grund. Vielleicht, weil er sich Blitz offen halten will. Aber hätte er dann immer noch, ne? Also Blitzkrieg kann er ja trotzdem finanzieren, wenn man es ausgibt. Ja, er braucht eigentlich jetzt noch mehr Fahrzeuge, weil ich habe jetzt überall W2 Rifles. Also muss dann noch mehr mit Fahrzeugen pushen. Kannst du ruhig mal einen Ostwind dazu tun jetzt oder so, oder halt noch ein P4. Ja, ja. Weil er gewinnt halt nur mit den Ritterkreuzträgern. Und die muss er halt zusammen abtun, ja. Zwei Stück. Bist du sicher, dass du da schießen wolltest in dem Moment? Oh ja, ich bin immer risky. Aber nicht also ich gesehen, bin immer high risk, ist bei mir immer so. Aber ich glaube, der hat das gar nicht gemerkt, oder er hätte den Sniper jetzt einfach verfolgen können. Aber er macht das schon gut, also die Pack ist immer wieder leer, das hat mich so genervt, ey. Ja, der klassische Ritterkreuzträger. Pack Bonzo, natürlich. Aber trotzdem diese Arkadenheit auf der rechten Seite. Komisch. Ja, da habe ich jetzt auch gesagt, ist mir zu blöd. Ich glaube, ich schieße jetzt mit der 105 hin und hole mir die Siegesmarke dann auch gleich. Also das war mir zu dumm, weil ich gemerkt habe, okay, der chillt da einfach nur mit MG und Panzer 4. Aber in der Mitte dachte ich die ganze Zeit, der läuft in die Mine, der Ritterkreuzträger, aber... Man hätte gucken können. Ja, trotzdem bei den Siegpunkten, also wahrscheinlich, je länger das geht, desto ungemütlicher wird's für dich, ne? Ja. Dieser Blitz ist ja sehr unangenehm und er hat ja diese beiden OPs, links und rechts. Also ein bisschen Mund hat er ja. Aber guck mal, also, wir sind jetzt ja schon... fast 40 Minuten im Game und immer noch machen Minen was aus, also wirklich immer Minen legen. Ja, ja. Jetzt kommt der rüber mit dem Panzer, der ist noch zu voll, hat auch Wert 3. Ja, genau. Du hast aber auch nur eine einzige Pack? Ne, das ist die zweite. Zwei, ja. Ich habe drei sogar, rechts habe ich auch noch eine und deswegen ist der P4 glaube ich auch weg. Jetzt rechts kommt irgendwie das MG weg. Hatte ich zumindest vor. Dann links kapp ich einen Sniper. Auch wieder High Risk. Also mit dem AFK-MG finde ich nicht gut. Also deine Rifles sind ja eine wichtige Einheit, ne? Und mit dem einen MG hätte man ja schon eine Menge Ärger bereiten können. Also ein MG an die Flanke stellen, das klappt doch eigentlich nie. Zumal das ja auch nicht umstellt. Oh, ich glaube, in der Mitte verliere ich gerade einen Rifle. Warum hast du denn den Primer-Type doch OP'd? Ja, weil ich tatsächlich an den 10er nicht rankam, ganze Zeit lang, und ich brauchte Treibstoff.
Und ich hatte genug Manpower über, also besser so als nicht, gar nicht. Ich hatte tatsächlich Treibstoffprobleme irgendwann gehabt. Was machst du denn mit dem Treibstoff? Du hast 180 über. Ja, jetzt nicht mehr, aber das war, glaube ich, als ich Supplier 2 haben wollte oder die 105, eins von beiden. Guck mal, rechts übrigens, das ist auch so ein Ding, das MG geht weg, weil, also du kannst auch in Deckung, die W2-Rifle, die machen das MG auch kaputt in Deckung. Die Pack ist immer noch sichtbar. Jetzt rechts kommt der P4. Glaubst du, ich bring gleich noch einen Ranger? Nee, nee. Ist ja kein Vollspiel, oder? Nee, ich meine, es ist schon auch Late Game. Bei mir ist es auch so ein Late Game, also dann. Da überlege ich noch viel weniger. Da spiele ich einfach nur irgendeinen Scheiß. Also, du kannst ja gleich die Off-Map, oder kannst du jetzt schon freischalten, oder? Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl. Ja, doch, das stimmt, ja. Und da ist ja manchmal auch sogar ein Ranger drin, aber im Grunde genommen ist das ja auf jeden Fall besser als der Ranger, ja? Also, die kostet ja halb so viel, der Ranger. Also, die Off-Map kostet ja 800, ne? Der Ranger 400. Und in der Off-Map kann ein Ranger drin sein. Also, das ist, glaube ich, immer ein No-Brainer, wenn man die beiden zur Wahl hat. Warum hast du gerade den Panzer 4? Ja, das war Reparaturcrew, ja. Achso, okay. Wett ist Wett. Und guck mal, links läuft er jetzt gut auf in den Deckelträgern. Das waren zwei Packs, glaube ich, hier, der geräumt hat. Bist du sicher, da hat einer, der Pio. Da sind die Henschel. Ist das eine Henschel? Nee. Auf jeden Fall Flugzeuge sind da. Sieht auf jeden Fall so aus wie die Henschel von der PE, das stimmt, ja. Das weiß bestimmt auch jemand von deinen Zuschauern wieder. Ja. Ja, also der Wehrmachtler, der ist ja eigentlich auf einem guten Weg jetzt, würde ich sagen, wenn er überall seine Wettpanzer holt und Wettritterkreuz. Late Game Wehr ist halt eklig. Du kannst den Druck ja auch nicht wirklich irgendwie erhöhen, du müsstest alle Siegpunkte ja dann gleichzeitig halten, das ist nicht so einfach. Ja, ist halt sehr mikrointensiv halt auch, weil du musst halt gucken, dass du die Packs vorbringst, aber Packs sind ja auch sehr anfällig. Die Packs sind das Einzige, was gegen die P4 machen kann. Der Ritterkreuzträger ist ja gerade durch die Mine gelaufen. Ja. Der ist noch nicht mal hingefallen dabei, ne? Ja, der ist schmerzlos. Der rennt da einfach durch. Hat er auch zu kam mit dem P4. Das war die Pack. Ja, ich hab die 105 eigentlich da hingeschossen, wo der P4 war. Hat ein bisschen Glück gehabt. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass der keine Repair-Bunker bauen möchte oder Medic-Bunker am Anfang? Repair-Bunker hat er einen. Med-Bunker wäre gut gewesen, ja. Med-Bunker wäre gut gewesen. Die Pack hätte ich da vielleicht nicht klauen sollen, das war doof. Ich habe nur also Late-Game, da wird machen wir nur dumme Sachen. Da wollte ich eigentlich den P4 finishen. Du hast den zweiten Sniper geholt, du hast aber fast 300 Treibstoff, ne? Ja. Ja, wie gesagt, halt einfach. Ich habe auch, glaube ich, mal kurz überlegt, T4 zu gehen, aber dann habe ich ja das W3 gesehen, das kannst du dann auch vergessen, da brauchst du keinen Panzer mehr zu bringen. Ja, wobei so ein einzelner Schirm, der einfach nur den Ritterkreuzträgern hinter der Pack steht, ne? Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, 2 gegen 2. Ja, Schirmen sind gut gegen Ritterkreuzträger. Also wenn kannst du sogar tatsächlich Firefly spielen, also ohne Scheiß. Also gegen Ritterkreuzträger sind die halt richtig gut. Aber ja, ich bin halt besser mit Snipern. Ja, aber die machen die Ritterkreuzträger ja nicht tot, ist das Problem, ne? Ja, es geht. Also ich nutze natürlich auch für die anderen Einheiten, aber wenn die Wett sammeln, dann sind die auch gut gegen Ritterkreuzträger. Also ich weiß halt nur, also ist ja keine aktiven Spiele mehr gewesen, aber so die letzten Spiele, wo ich gegen Top-Spieler noch ein bisschen gespielt habe in 2 gegen 2, und wenn die dann die Ritterkreuzträger geholt haben, die waren immer total irgendwie überrascht, dass ich dann Schirm auf einmal hingestellt habe und kam dann kaum klar, hatte ich den Eindruck. Klar, wie gesagt, das ist schon ein guter Counter, weil es sind ja nur 3 Einheiten, dementsprechend, wenn ein Schuss sitzt, kriegst du ja ziemlich viel von dieser Einheit. Also Schirmen sind gut gegen Ritterkreuzträger, klar. Ja, ist halt nur um die Packhalten ne, am Leben zu halten, dass der die Aufgabe. Für die Panzerkämpfe würde ich natürlich auch nicht verwenden.
Aber ich glaube, ich habe jetzt hier tatsächlich gesagt, ich mache Off-Map. Also es stimmt schon, ich hätte jetzt T4 machen können. Ich habe ja genug Ressourcen, auch Manpower. Aber ich glaube, ich habe gesagt, ich spamme jetzt halt auch meine Combat Crew. Ja, also Off-Map, da kannst du ja nichts falsch machen. Das ist nur einer, den du brauchst. Ja? Kriegst gleich einen Mortar und einen Schirm. Mortar und einen Sniper, meine ich. Wie heißt das Ding? Ranger. Jetzt aber. Also irgendjemand meinte mal, dass man einen, dass das Spiel das analysiert, was du brauchst, und gibt dir die Einheiten. Aber ich glaube, dass das absoluter Blödsinn ist. Nee, das ist komplett random. Man merkt jetzt, der W2-Sniper, der macht schon gut Schaden gegen KCH. Der andere Sniper muss auch noch wegkriegen, dann. Ich weiß gar nicht, was Sniper-Wert macht. Also 3 lässt ihn schneller laufen, wenn er unsichtbar ist, aber den Rest wüsste ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, aber vielleicht laber ich auch im Müll, aber ich habe das Gefühl, dass ich ab W2 tatsächlich auch gut Schaden mache gegen KCH. Ich weiß nur, bei dir wäre ich ungern in Paktbesatzung. Das stimmt wohl. Aber du wärst gerne ein Rifle in meiner Armee. Rifle ist Ganz okay, die gut. kriegen einen Orden. Ja, jetzt geht's zu den Adler-Dingern vor. Ja, genau. Für ihn halt irgendwie ärgerlich, dass er die Panzer 4 geholt hat. Ne? Also klar, die machen ihren Job und auf jeden Fall besser als der Panther. Aber also, dass es gar kein Fahrzeug hat, wäre halt der Ostwind unendlich viel besser und preiswerter gewesen. Ah, P4 ist schon gut Oh, auch. der Preis. Ja, Ja, P4 geht auf jeden W3. Fall, aber die haben es aber eilig, denn die Jungs. Ja, das W3. Ne, aber Genau klar, also die. Ostwind wäre, glaube ich, schon unendlich viel besser gewesen. Aber du weißt natürlich vorher nicht, ob du dann Der noch einen Panzer P4, der ist ein holst. bisschen lucky, ey. Und wenn jetzt deine Off-Map kommt. Aber das sehe ich ganz verstehen. Du hast jetzt eine Pack nachgebaut. Hättest du nicht lieber die Off-Map jetzt gezogen? Von den CPs reicht ja sicher. Ja, das ist halt das Ding. Also klar, ich halte mir genug Manpower und ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche eigentlich keine Offline Combat Group. Ich brauche halt nur gutes Anti-Tank und bestes Anti-Tank sind halt die Pucks. Ich habe gesagt, baue ich lieber Pucks. Ich habe ja genug, selbst wenn sie überrannt werden. Ich spam die jetzt, glaube ich, auch, weil, wie gesagt, Manpower habe ich ja halt ganz gut. Wir haben Gut, eine halt Off-Map kann natürlich, wie halt immer gesagt, auch. so ein Hellcat bei sein, ne? Gut, du hast den Wert 1 gerade gebucht bekommen beim Ja. Cup. Das stimmt. Da war ich zu greedy. Also ich habe das schon gesehen, so ist nicht. Das ist halt das, wie gesagt, auch ein Late Game. Ich bin da immer jemand, ich gehe immer zu viel Risiko ein. Ich bin da zu ungeduldig. Wobei ich weiß nicht, ob das Risiko war, dass der stirbt, war glaube ich klar. Risiko war bei den Snipern, du hast gehofft, dass die Artillerie nicht ein zweites Mal dich trifft. Ja, ich wollte halt nur decappen und dann weggehen und ja. Ja. Kann man eigentlich eine dritte Pack einsammeln? Dritte Bar, das geht nicht, ne? Also dein Schützentrupp, der gerade eine eingesammelt hat, der muss Doch. dann eben eine. Ver eine dritte Nee, geht? doch, das geht, ja. Der 2 plus 3 jetzt, ja. Sonst hat er 2 plus 2. Also, wenn ich mir jetzt angucke, finde ich bei den zwei Bars. Okay, eine Bar. Die haben das größere Magazin unten, die Bars, ne? Zwei. Keine Ahnung. Aber du kannst, glaube ich, sogar 4, also du kannst noch eine Bar aufnehmen, glaube ich. Also, ja. Nee, vier bestimmt nicht. Doch, ich bin mir ziemlich sicher, du kannst ja auch noch 2 Panzerschrecks und so haben. Also 2 hast du mindestens noch. Okay, der hat wirklich drei Bars. Ich sehe drei mit Magazin auf jeden Fall. Ich glaube, der kann auch noch eine Bar aufnehmen, bin mir relativ sicher. Hier droppt noch mal eine. Kannst ja mal versuchen. Panzerschreck würde ich gerne haben. Ja, wer nicht? Aber er gibt ja keine aus. Na, brauche ich auch nicht, ich habe ja kein Fahrzeug. Das wäre witzig, wenn die Panzer Fäuste beim Sterben droppen würden. So zum Eimer schießen. Ich glaube, da hätte man Aber noch viel links sehen machen wir können. jetzt W2 und 3 Rifle gegen die KCH. Die haben da, die sehen da kein Land. Die haben tatsächlich aber schon zusammen hier, ne? 16 und 24 Kills, also. Ja, klar. Sind wahrscheinlich alle Packs dabei. Ja. Jetzt Tiger? W3, Tiger Ich ist glaube, der natürlich Sansa eklig. hilft gegen die Tigerkanone nicht so. Boah, guck mal, W3 Rifle fast verloren da mit einem Schuss, ey, das ist schon eklig. Hat er sich selbst geblockt? Ja, Den das hätte er lieber geholt. Das wäre natürlich spielentscheidend gewesen. Also ich sag mal so, das war lucky, weil der erste Schuss war natürlich heftig, aber dann auch unlucky, dass er nicht gefunkt hat. Hat das Erst auch ein noch Off-Map Fail-Kill. geholt? Ja. M8 drin und einen Hellcat. Was war sonst noch drin? Rifle? Mortar. Mord am Rifle, genau. Beim Rifle war ich jetzt dumm, den muss ich unten die Pack holen. Aber das habe ich auch nicht mehr hingekriegt vom Micro. Ich habe aber die Offline Combat Crew einfach dahin geschickt und muss gucken, dass ich meine Bad Rifle enforce in der Map und so, in der Base. Wie gesagt, Late Game bin ich auch nicht mehr zu gebrauchen, ey. Der Panzer 4 hat 32 Kills tatsächlich.
Ja, nee, Panzer 4 ist wirklich ziemlich gut, den spielen Leute zu wenig. Also im 2 gegen 2 ist er jetzt nicht so gut, aber im 1 gegen 1 ist der, also ich würde den eher immer spielen als Stand Ostwind, weil du halt einfach Panzer und Infanterie hast. Ja. Also ich finde, bei viel zu viel Spielen wird der Panther bevorzugt, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das nie verstanden. Ja, Panther ist schon sehr teuer, das stimmt schon. Und er Gibt macht vor allem auch wenig. weniger Kills gegen Infanterie, ne? Also, und das ist ja der Hauptgegner sehr häufig. Ja, wobei das auch mal interessant ist, weil es heißt ja ganz klar, dass der Panther von PE genau derselbe ist wie von Wehrmacht. Das ist ja wohl angeblich Fakt, aber ich sag dir es, also mein Gefühl ist zu 100% so, dass der PEler, also der PE-Panther, viel besser gegen Infanterie ist. Also, weil ich finde, die snipen Infanterie echt gut weg. Ja, Aber also angeblich beim. ist ja genau derselbe. Also ich weiß jetzt nur, beim PE-Panther hast du auf jeden Fall, wenn der einen Sniper sieht und da drauf schießt, hat er 100% Trefferrate oder sowas in dem Ja, Dreh. Bei dem auf jeden Fall. Wehrmacht-Panther weiß ich es gar nicht, ob sowas passiert, aber beim PE-Panther habe ich schon zigmal gesehen. Jetzt sehen wir gerade, wie man halt Wet Rifle in Schach bekommt. Genau damit, also halt einfach mit Fahrzeugen. Das war der M8. Ja. Dir fehlen jetzt die Pucks an der Front, ne? Also du drückst das zwar vor, aber Ja. die Pack kommt ein bisschen spät und die hat auch nicht so viel Leben, also ein Treffer ist sie ja Ja. tot. Auf jeden Fall. Und die fährt jetzt Das glaube auch ich auch. Scouten, Fragezeichen. Ich Wo habe ist halt sie? jetzt nur W3-Rifle, dementsprechend habe ich auch echt gute Stickies. Kannst du mir kurz erklären, wo die Pack hin will? Ja, ich wollte jetzt, mach da quasi eine Aha, eine Dings. Flanke ist das. Genau, Das ist ja. schon mein Fehler, das war ja nicht gewohnt, dass Pack flanken. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach finishen, ob die Pack da jetzt stirbt und nicht, war mir egal. Er hätte ja sogar klappen können, ne? Und das glaube ich, wenn der Tiger geschossen hat, den Panzer 4. Dann wäre das ein Kill Aber geworden. natürlich stirbt der Panzer 4 nicht, war ja klar. Die Artillerie schießt jetzt auch noch drauf. Aber das müsste ja passen, oder? Ja, ich glaube, der überlebt das. Kein Schaden genommen? Ja, lächerlich. Okay, geht auch. Davon stirbt er, gell? Die Shell war 10 Meter weit weg und davon ist das Ding gestorben, ey. Ich hab gedacht, er wollte jetzt zu deiner Artillerie runterfahren. Sieht nicht so Ja, aus. hätte ich auch gedacht. Hätte auch geklappt, aber drei Vetri-Stickies sind natürlich auch gefährlich, Ist gell? immer Also. gefährlich, also normal hat man ja da eine Mine liegen, hast du ja bestimmt auch irgendwo, Boost. Nee. Aber wenn er die Mine Ich fährt, den glaube, vielleicht Motorschaden hatte hat, ich der. eine. Da bei dem Fuel. Ich weiß nicht, ob das die Map ist. Ich glaube, das ist die Also ich Map, sehe da ja. keine Mine, oder? Bei dem Fuel ist ja schon Ja, mal das sieht geweckt. aus, als ob eine explodiert ist, aber das ist zu groß. Nee, ich glaube, ich hatte keine Mine. Genau, also ist aber trotzdem super riskant, ne? Also das stirbt man sehr häufig. Wenn du dann noch eine offene im Moment ziehst, wäre ja auch so fast hingekommen. Dann ist der Wobei Tod man der sagen Tiger. muss, aber er ist bestimmt nicht perfekt gespielt, aber es war so viel Druck da, der hätte ja nie zu Base richtig irgendwas gehen können. Dafür war es zu viel Druck Ja da. genau, also ich sag ja auch, also der Hinfahren, das war einfach, das hätte sich nicht gelohnt. Du? Ich hätte zu teuer, ehrlich gesagt. Oh, du bist schon stark. Also vor allem, wenn man die Early bringt. So spät finde ich jetzt auch nicht mehr so geil, aber Early ist ja auch so ein Grund, warum oft gesagt wird, Wehrmacht ist OP, weil die halt mit sehr früh kommen mit 4 CPs. Genau, aber jetzt hätte er zum Beispiel auch einen Ostwind holen können, ne? Wenn er sagt, er will die Infanterie bekämpfen und das kostet ja dann weniger. Und Treibstoff ist ja kein Problem, wenn wir noch Manpower für ihn. Ja, ich hätte eigentlich nochmal P4 gespielt. Also P4 und Tiger, Ritterquest-Träger ist alles, was ich brauche hier. Die Ketten sind ab. Jetzt aber Ja, da schnell, ist mal gleich Freunde. alles drauf. Schnell die Ketten. Viel wichtiger als alles andere. Die geben sich Mühe. Schieß noch mit der Artilleriefeuer. Also mit der Arti war ich echt ein bisschen unlucky, fand ich. Meine Sniper haben jetzt auch Wett. Die Treppen wieder anschrauben. Wie haben sie denn die Stuka zu Fuß gelohnt? Wo sind die Viecher da? 5 Kills und 4, also gar nicht. Das sind auch nur Packs, glaube ich. Ja, ich finde im 1 gegen 1 auch Stukas. Also Stukas sind schon geil, die machen auch Bock, aber ich finde, man kann die schon gut ausweichen. Du hörst sie ja sehr früh, die haben ja nicht so eine riesen Range. Also klar, gegen Packs sind die natürlich gut, aber mit einem guten Micro kannst du schon gut ausweichen. Das sind auch oft zu teuer eigentlich. Also Nebel sind zum Beispiel da kosteneffektiver. Ja, der Stu ist natürlich useless gegen Baumhelke. Wieder eine M8, eine Hellcat, okay. Ja, das ist natürlich lucky, das stimmt. Wobei ich hätte eigentlich lieber Pax gehabt, also.
Ja, aber so eine M8 kannst du jetzt mal direkt bei der Siegmarke parken, ne? Ja, da habe ich noch von Micromash gehört. Nur ein Rechtsweg, du musst ihn da parken. Das machst du ja nicht, wenn er will. Du hast der M8 hat den Kill gemacht. Ja, Panzerzerstörer, ganz klar. Obwohl die, glaube ich, auch eine gute Panzer-Antitankkanone haben, oder? Also ich kenne das jetzt nur aus, wie hieß denn das da? Man of War. Da konntest du damit Panzer töten mit dem M8. Ja, eigentlich stürdest du mit einem wettlosen M8 keine Wettreihe-Wehrmacht-Panzer. Ja, du weißt nicht, das stimmt. Aber tatsächlich nervt die 105 jetzt auch sehr stark. Also. Ist halt immer scheiße, gell, wenn du keine Antwort gegen Artillery hast. Irgendwann nutze ich die schon irgendwann. Ja, ja, der kann der M8 mit dem Sitzkupfer runter, das ist viel zu weit weg. Mit dem M8 mache ich tatsächlich jetzt das, was. Gesagt hast, den parke ich jetzt da im Sinne von da. Also M8 gewinnt ja gegen die Stu tatsächlich, wenn du Microst. Ja, aber das ist glaube ich, also das würde dann anders aussehen mit dem Micro. Das steht genau vor der Kanone. Ja, das stimmt, wenn du Microst. Aber ich weiß auch, ich hab das dann schon ein bisschen gemicrot. Ich wusste ja, dass die Pack da ist. Okay. Ach, diese Ritterkreuzträger, dass die nie die Rifles gucken. Der Event 3 ist ja ohne Leben an dem vorbeigelaufen. Aber ihr wollt unbedingt die Pack haben. Ja, halt jetzt, ich mache halt Druck auf die Siegesmarke. Einfach wieder nicht getroffen von Raketen. Ja, da war ich, glaube ich, lucky, bestimmt. Ja, den Druck in Sigmar sehe ich auf jeden Fall den Punkt, aber er muss ja trotzdem 165 Punkte wegholen. Das heißt, der W3-Weifel würde auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Das wäre schon schön, wenn das einer weniger wäre. Ja, guck, ich bin halt mega aggressiv. Guck mal, wo ich mit der Pack hingehe. Dann muss die Stukas wegmicron, dann muss die Panzer wegmicron. Ja, mir ist klar, dass ich die Pack da verliere, aber das ist mir halt wert, weil ich habe die Zeit nicht eher. Ja, ja. Ich mache jetzt All-In-Aggression halt auf die Siegesmark. Er hätte vielleicht mal einen Ritterkreuzträger den langen Weg nach hinten schicken sollen, dass sie hinter den Snipern rauskommen. Sonst kriegt man die ja nicht. Aber bei dem W3, den kannst du ja nicht mehr verlieren. Der ist immer schneller als der Ritterkreuzträger. Ja, aber wenn du hinter denen rauskommst, weißt du, dann bist du auf dem Rückzugsweg eventuell. Also W3 musst du eigentlich nicht mehr zurückziehen, wirklich. Also das Ding ist so schnell und ist ja immer unsichtbar und so. Ja, also wie gesagt, wenn du jetzt, ne, du hast ja auch Poker vor, wenn du aus dem Poker vor von hinten einer kommt, ne, und du hast eine halbe Sekunde nicht hingeguckt, dann ist er trotzdem tot. Ja, klar, aber er braucht die KCH ja auch, um die Pack leer zu räumen. Euer Bunker geht hoch. Und links der Rifle lebt auch sehr gefährlich. Ich wundere, wenn ich Siki da was anrichte, wohl Wett 3, ne? Ja. Ohne W3 wäre das jetzt kein Kill geworden. Naja, aber W3 wirklich, also. Das ist ein Biester. Ja, ja. Das ist auch sehr ungewöhnlich, so viele Wett-Rifles zu haben. Also, das ist ja sehr. Also das stimmt. Ja, jede Einheit von dir hat W3, ne? Ist auf die Pack. Ja. Ne, die Adria hat nur W2, jetzt war das. Ja, das ist halt. Also, deswegen habe ich das Spiel auch geschickt. Ich finde es halt. Fun-Spiel ist jetzt sicherlich nicht repräsentativ für. Sag ich mal, COH-Meter oder so, aber umso schöner finde ich es ja mal, dass man auch Spaß haben kann ohne das normale Gameplay. Ja, ja. Jetzt hat er alle drei Punkte, der Deutsche, also hat sich trotzdem da jetzt zurückgearbeitet. Ja, ja, genau, ist jetzt. Hab ja auch ein All-In irgendwie gemacht. Wieder ein W3. Na, wenn ich den verliere, dann ist das Spiel vorbei. Und wieder eine Pack weg. Ja. Wobei der Wehrmachtler auch nicht viel hat, gell? Der Tiger ist halt noch im Arsch. Ich weiß nicht, wie sieht's mit seiner Manpower aus, hat er nicht. Ich find's halt interessant, dass er jetzt seine drei Bunker da hochgezogen hat, also zwei sind ja relativ neu. Ich hätte gesagt, dass Bunker eher sowas sind, die so ein bisschen langfristiger wirken, mittelfristig meinetwegen. Ja, er braucht halt ein Repair-Problem, weil ich natürlich schon auch viele Packs und so hab. Ja, aber kann er nicht trotzdem einfach Fuse spammen? Geht das nicht einen Tick schneller? Ja, aber Pio ist klar, gib mir noch mehr Wett und sind halt mikrointensiver. Ich meine, ich hätte auch Reservebunker gebaut, aber ich hätte die halt schon früher empfohlen. Ja, Stuart auch erst 3 Kills, also so richtig geil war das anscheinend nicht, zumindest der eine. Noch ein Bunker, ja, der macht jetzt G-Bunker links, denke ich. Oh, die Ketten ist schon wieder ab. Also bei diesem Tiger, ja. Wie haben die denn den damals gebaut? Hab immer die Kette ab bei dem Freund. Ich habe meine Rifles darauf spezialisiert.
Aber Ja, wie wie ist das gesagt, bei eigentlich? Also, es 3. gibt Leute, die sagen, wenn du eine Sticky von der Seite da hinten auf den Panzer schmeißt, ist immer ein Motorschaden. Stimmt das? Das ist ein gutes Thema. Also ich hätte auch gesagt, dass ich gefühlt das so auch wahrgenommen hätte, aber ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Also, mein Eindruck Aber war kann auch schon bisher, sein. aber ich meine, wie oft wirst du frontal? Also, ich werfe frontal keine drauf normalerweise, weil. Also, frontal ist ja normalerweise draufwerfen, weggehen und das macht ja keinen Sinn. Und da habe ich ja wenig Erfahrung im Vergleich. So, jetzt ist nochmal ein All-In. Ich habe 2 Siegesmarken. Und jetzt gehe ich nur noch. Also, jetzt gehe ich nur noch All-In. Ja, du hast ja den ganzen Spam mit dir auch, ne? Jetzt wird es ja nicht mehr zurückgezogen. Und ich gehe extra mit den Rifles sehr früh zum Anlaufsweg, dass da direkt die Infanterie geblockt wird, weil mit den Fahrzeugen kann er ja nicht cappen. Und ich weiß, die rechts ist sicher, die Mitte ist auch sicher, also alles links hinschmeißen. Ich glaube, ich hätte an seiner Stelle empfohlen, statt jetzt diesen Arbeitskraftnachschub, mal den Goliath zu holen. Da gibt es ja überall Krater, wo man sich verstecken kann. Ne? Also gelbe Deckung reicht ja zum Verstecken. Und Ja, aber dann. ich glaube, wir brauchen den Arbeitskraftschub, also. Ja. Ja gut, aber er kann damit eventuell beide Sniper bekommen zum Beispiel. Ne? Oder mal so ein Z3, der kappt oder nicht irgendwo. Ahnung, wo das GG. Ja, da ging sehr gut angefangen. Also tatsächlich steil bergab gegangen für ihn, als er den T4 gebaut hat. Ab da hat irgendwie fast gar nichts mehr gefunzt, hatte ich den Eindruck. Ja, ich fand es zwar immer hin und her, deswegen hat mir das Spiel auch Spaß gemacht. Also, weil eigentlich hatte er ja schon mal auch die Oberhand mit dem T4, als die KCH da waren. Da hatte ich noch nicht so viel Wett. Aber das ist halt immer, Gerd, das ist halt, sag ich mal, High Risk und wie sagt man, High Risk und Low Effort oder so. Also, weil die KCH geben dir natürlich auch viel Wett, gell? Also. Ja. Er hat natürlich das mit dem Wett halt später ausgegeben, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, die hatte aber, ich glaube, der hatte W3 direkt gehabt, als dann die KCH auch da waren. Ich glaube, der war nicht mit W2 KCH auf dem Map. Ich glaube, der hat das so zeitgleich gemacht. Okay. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall mal was anderes, sehr schön. Auch mal andere Maps, alles. Schön viel Ja, auf Abwechslung. jeden Fall. Wir wollten eigentlich, meine absolute Lieblingsmap ist Ageton Crossroads. Ich finde die so geil. Aber die kann man leider nicht casten. Das ist so dumm. Da wollten wir erst spielen, aber dann haben wir beide gesagt, wahrscheinlich kann man die nicht casten. Ich wusste das von dem letzten Turnier, was wir beide ja so ein bisschen gemacht haben. Da wollten wir auch die Map ja eigentlich mit reinnehmen, aber die kann man ja leider nicht anschauen, das Replay in der Map. Das war ja auch mal das Problem, dass man einen Mod brauchte und der nicht klappte und dann ist immer abgestürzt. Ja, keine Ahnung, das ist halt immer, wenn man die anschauen will, der andere sozusagen. Also man kann das nur auf dem eigenen PC, also ich könnte das Replay anschauen, aber nicht jemand anderes dann. Ja, so war das. Und ich glaube, es war von so einem Mod nachher. Ja, keine Ja, das Ahnung. ist ein bisschen schade. Die Schade. ist ganz okay, die Map, ja. Es gibt halt schon echt viele gute Maps noch. Ja, aber ist halt das Problem, du musst halt erstmal, sag ich mal, Spieler finden, mit denen es Spaß macht, die Maps zu spielen. Aber Also, den deswegen fand ich kanntest das du sehr jetzt hier cool, das persönlich und Spielchen. hast ihn einfach gefragt nach ein paar Spielen, ja? Ja, genau. Wir haben auch ein paar Spiele davor gemacht. Also muss man auch fairerweise sagen, Cheese hat da auch schon viele von gewonnen. Aber das war halt jetzt nicht, weil ich gewonnen habe, das Spiel, sondern das war halt hier am längsten. Die anderen waren halt immer so halbe Stunde, 20 Minuten oder so. Ja. Wir haben auch ein bisschen was ausprobiert. Wir haben auch mal Duclair gespielt, 1 gegen 1, also quasi die Map Duclair. Jetzt ja auch mal 1 gegen 1. Haben halt so ein bisschen rumgespaßt quasi. Genau. Mach gerade einen Screenshot, schönes für Thumbnail. So. Okay, von was? Der Artillerie. Hinter dem Scheinwerfer. Okay, so. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Casten, ne? War eine schöne Sache. Ja, gerne. Kannst du gerne nochmal verschicken. Deine sind auf jeden Fall ein bisschen interessanter als vom Durchschnitt. Die Sicherheit. Ja, also ich spiele ja auch nicht so viele. Also ich schicke dir fast alle Replays, wenn ich spiele tatsächlich. Ja, also wie gesagt, aber die sind aber trotzdem interessanter, da ist ein bisschen was mehr bei als die anderen. Das ist schon abwechslungsreich dann. Ja, mir ist es halt egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere oder so, weißt du, ich glaube, das ist halt wichtig. Das soll ja einfach nur Spaß machen.